Was geht ab, Manosi Fighter? Ortsarum hier. Und machen wir mal jetzt gekonnt weiter. Wir können weiter zur nächsten Karte. Wir sind immer noch auf Kapitel 2. Wir haben Freezy besiegt. Vegeta war aggressiv. Er wollte ihn. Er wollte ihn legit zerreißen in der Luft. Oh, okay. Was geht jetzt ab? Ah, wir sind quasi zugekehrt jetzt. Sollte quasi das Ende von Kapitel 2 sein, schätze ich. Aber was hat unser Meister zu sagen? Meister! Was sagen Sie? Da habt ihr ganz schön was geleistet. Schön, euch wiederzusehen, Helden. Oh, mein Gott. Yeah. Mit der Freezer-Armee ist auch endlich die Anomalie verschwunden. Entschuldigt mich, ich muss mal kurz alleine sein. Der Arme, der ist ja der Freezer-Fanboy gewesen, weißt? Oh, der Arme. Ey, was ist denn mit Froze los? Ich glaube, das hat ihn alles ziemlich mitgenommen. Immerhin wäre er fast von seinem Idol umgebracht worden. Ich verstehe aber gerade, er müsste doch eigentlich wissen, wie fies Freezer ist. Ja, das stimmt eigentlich schon. Er wird schon wieder kommen, wenn er etwas Zeit zum Nachdenken gehabt hat. Wie sollten ihn erstmal in Ruhe lassen? Ja, zum Beispiel überlegt mal, ihr habt auch so einen, keine Ahnung, ihr feiert Goku Black und so, der kommt und stecht euch einfach ab. GG. Die anormalen Effekte waren diesmal wesentlich stärker. Wir können davon ausgehen, dass die Bedrohung im Spiel zunimmt. Yeah. Genau, da gibt es ja noch ein paar, die da gefangen sind, ne? Die müsst ihr auch noch befreien. Oh, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Silas, das bitte! Habt ihr verstanden? Der heißt Silas. Sie lassen das bitte. Okay, ich höre auf. Okay, danke schön. Sie lassen das. Da seid ihr endlich Zeitsoldaten. Ich habe zwar mit Widerstand gerechnet, aber nicht so stark im Beeindrucken. Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, mich eure Stärke zu bedienen. Lassen Sie das bitte. Silas. Silas oder Silas, wie man immer auch den nennt. Ja, den Witz habe ich damals gebracht mit den Jungs, als Silas rauskam. In LOL, der neue Champ. Sie lassen. Froze. Oh! Diese Nebengeschichten sehen richtig geil aus, aber ich frage mich gerade, wieso ich keine davon gemacht habe, weil ich irgendeine Voraussetzung haben muss. Ah, genau, ich brauche die Karten. Ja, geil. Ja, die Nebengeschichten sehen geil aus. Und das ist so Nebengeschichte auf jeden Fall ein Thema, wenn wir mit den LPs durch sind, beziehungsweise mit der Story durch sind und dann kommen die Nebengeschichten an. Nebengeschichte von das und das und dann spielen wir das. Ich bin gerade richtig aufgedreht. Ich weiß nicht warum, aber ja, die Dragon Ball Helden setzen sich ihre Mission fort und behoben eine Anomalie nach der anderen. Ah, jetzt quasi so wieder. Ja, ja, Review. Okay. Genau. Dankeschön. Genau, jetzt haben wir Kid Buu gesehen. Jetzt sollte irgendwas mit Kid Buu kommen. Haben wir schon erahnt? Weil da bräh. Der hat ja Energie gesammelt. Großes Saiyaman 4. Oh, jetzt bin ich drauf gespannt. Oh! So ein Routine. Wie cool. Komm. Ah, falsche Richtung, mein Boy. Schade. Ey, der Son Goku-Teen aus Dokkan, das haben die richtig geil gemacht, finde ich. Richtig geil, wirklich. Mit der, die Active-Skill-Animation, die ist einfach nur 1A. So, mein lieber Schwan, fliegen da etwa Menschen, mein lieber Schwan. Damals Dragon Ball Z-Synchro auf Deutsch, die war so geil, was für Sprichwörter die rausgehauen haben. Ohne Spaß, schaut mal wieder ein paar Folgen mit an oder so auf, mit deutscher Synchro, das ist so witzig. Und Beste war, als Cell aufgetaucht ist, haben die irgendwie gesagt, keine Ahnung, irgendwas ist aufgetaucht in Ingolstadt. Ich so, was? Deutsche Stadt? Als Kind so, ich denke mir, hat er gerade Ingolstadt gesagt oder was ist da los? So übel witzig. Oh, der Unschwass, der hat wirklich mal Sprüche geklopft. Das war krank. Oder ey. Ja, mir geht's gut. Wisst ihr, das richtig awkward war? So richtig, oh mein Gott. Da dachte ich mir, haben die das jetzt echt gesagt? Das hat meine ganze Familie gehört. Damals lief, keine Ahnung, Dragon Ball so im Armprogramm. Er hat jetzt gleich auch ab 19 Uhr 2 Folgen. Jedenfalls haben wir immer, also ich hab's angeschaut, die Fan musste da irgendwie nach, also nicht mitgucken, aber es lief halt im TV so, alle haben es mitbekommen. Letzte Dragon Ball Z-Folge, Freunde, als Goku gegen Uub kämpft und der einfach diese dumme Kakarott einfach Beleidigung raushaut. Erstmal, der macht sie warm und so, der beleidigt erstmal ganz easy. Ja, du Penner und so, keine Ahnung, dann steigert er sich ein bisschen. Ich denke mir so, Alter, was geht jetzt ab? Okay, raff dich. Auf einmal beleidigt er einfach Uub seine Mutter mit so einem richtigen Schimpfwort. Ich bin nur so da, ich gucke fern. Ich so, scheiße. Haben sie alle gehört? Meine Onkel, Tanten und so, meine Fan, meine Eltern. Guck nicht nach hinten, guck nicht nach hinten. Tu so, als ob du so nichts gehört hättest. Diese dumme Kakarott, was ist mit dem gewesen, Alter? Ohne Spaß. Wie unangenehm mir das war. Naja. Jetzt sagen sie schon, dass etwas soll kommen. Ja, dazu kommen. Oh je, jetzt habe ich das Ganze geskippt, gar nicht mitgelesen. Sorry. Note hat recht, wir sind nicht hier, um immer nur auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollen auch mal eskalieren. Ihr wollt wirklich alles riskieren, was... Ja, okay, Eskalation. Oh, Leggings. Leggings. Ist Leggings Great Simon 4, oder was?
mit einer neuen Heldenwechselfunktion eine mit der hier in der echten Welt kämpft, oder werden wir zu Great Saiyan 4? Ja, ich glaube ja, sozusagen. Jetzt hört ihr das, diese Funktion habe ich entworfen. Sie zapft eure latente Kraft an und verleiht euch sämtliche Kampffähigkeiten der Spielwelt. Super, dann können wir jetzt andere... Ah, wie so eine Duel-Disc. Zeit für ein... Duel-Disc war auch übel geil, ey. Übel geil. Ein Kollege von mir schaut an Alpha. Damals, der hat aus... Kennt ihr noch die Kids Zone, das Magazin? Der hat daraus einfach ein Gewinnspiel mitgemacht und zwei Duel-Discs gewonnen. Ich habe geheult nachts, wie krank das war. Dann sind wir so auf die Grundschule, auf dem Fußballplatz. Einer hat Duel-Discs angezogen, der andere. Und dann haben wir richtig... Wir dachten, wir wären so wie der Boy hier gerade. Wir dachten, die Charaktere, die Karten, die Monsterkarten erscheinen wirklich und so. Das war richtig krank, ey. Was war's? Ich dachte, ich bekomme eine Ausrüstung oder so. Ach so, ja. Ich sehe einfach jetzt so aus wie in der Spielwelt und kann natürlich die Funktion nutzen wahrscheinlich. Ja. Du willst was? Du machst Witze, oder du? Nein, das ist mein voller Ernst. Es gibt nichts Cooles als das Kostüm von Heldenmeister. Ja, her damit! Verstehe, okay, wenn du das gerne möchtest, dann sehe ich keinen Grund. Olle, jetzt hier kommt ein mega cooles Kostüm. Echt jetzt, danke. Let's go, endlich, das wollte ich. Let's go. Okay, komm, jetzt komm. Jetzt, guck mal jetzt. Olle, das wollte ich sehen. Ja, Mann, wie cool. Oh, oh, wir sehen echt cool aus. Bam, wir sehen echt cool aus, finde ich. Alter, wie geil gemacht. Guck mal, aggressiv. Seht mal, Leute, voll stylisch. Geil. Macht mich das auch zum Saiyaman. Aber klar, an Nummer 3 haben wir Alex jetzt weiß ich, du bist Nummer 4. Ah, ist schon cool, finde ich. Ah, ich meine, Great Saiyaman an sich. Also, als es Gohan war schon. Keine Ahnung. Fandet ihr Great Saiyaman cool? Ich weiß nicht. Jetzt, wo ich so drüber denke, okay. Gohan fand ich nicht. Also, Great Saiyaman fand ich nicht cool, um ehrlich zu sein. Auch vom Auftreten und seine Pose. Ist ja, ich meine, ein Gag. Also, ich nehme es nicht so schlimm und so. Ich sehe es witzig. Also, es ist halt ein Spaß, sag ich mal. Ich nehme es mit Humor. Aber jetzt, wo ich selber zum Great Saiyaman wurde. Mann, die Fresse ist richtig cool, ey, muss ich sagen. Keiner weiß. Naja. Ja, da wurden wir jetzt zu Great Saiyaman 4 und wir gehen jetzt endlich mal weiter, nachdem wir 5 Minuten einfach nur irgendwas lesen mussten. Also wirklich, so Animation oder warum labern die so viel? Und dann geht noch ein Kampf 8 Jahre und schon ist ein Part zu Ende. GG. Oh! Bulma. Ich würde es ja, wenn ich könnte. Tut mir leid, ich weiß auch nicht. So, jetzt mache ich seine Beine so nützlich werden. Blablabla. Bulma, Samuku und Yamcha, wie geil. Gesamten Dragon Ball Saga mit diesen 3 begonnen. Yeah. Genau das. Ist alles in Ordnung? Einheimisch hoffe ich, ein Kleidtipp zum richtigen Weg wäre nicht schlecht. Wir sind auf der Suche nach Dragon Balls, kennt ihr die? Ey, 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 ist doch meine Kugel so groß. Nee, wissen gar nichts. Tut mir leid, nie davon gehört. Sorry. Warte mal, das ist nicht. Was macht jetzt den Koku? Muss ich ihn kämpfen oder was? Viel Erfolg also zum Dragon Ball zu finden. Ciao. Der Typ ist der Brüller, ich mag ihn. Das sieht aber nicht so aus. Sieht aus, als würdest du ihn gleich schlagen wollen. Ja, war klar. Die dappen sich jetzt. Ja, komm ran, zeig mir dein Deck, let's go. Bin bereit. Kaka. Oh. Hä? In diesem Kampf kannst du einen billigen Avatar nutzen, wähle aus, welche zu machen. Warte, was? Als großes Helm mit 4 am Kampf teilnehmen, super Angriff und Fähigkeiten unterscheiden sich von denen deines Helden-Avatars. Schauen wir mal, wenn es so das ist. Schau mal. Mein Deck sollte gleich sein, ne? Ja. Ja, okay, ich bin jetzt nur quasi Great Saiyaman, okay. Alright, dann gehen wir mal direkt rüber zum Kampf. Die Großkuhle ist so geil einfach. In der City. Oh, Great Saiyaman. Mit einem perfekten Ei müssen wir besiegen, ob ich das schaffe. Das weiß Erde, mein Freund. Komplett. Oh, wie geil die Musik ist. Let's go. Der Map sieht anders aus. Ah, die sind ja ziemlich defensiv.
Bam. Oh, du kommst. Was? Dieser Kakarot. Kakarot. Brr. Nein, was mache ich? Hallo? Hallo? Kannst du mal richtig spielen, bitte? Das geht der oder was? Der hat das Berserker-Typ, der hat keinen Angriff mehr. Oh, Mirakel. Voice Cracks. Hajime, Hajime! Warten auf Gegner, was geht jetzt ab? Oh oh. Nicht dein Ernst. Einfach ein Osaru geworden. Nee, nee, ich heb mir das zu spät auf. Nicht dein Ernst, oder? Ich habe Angst, ich sehe da die Pfote von ihm. Guck mal die Pfote an, keiner weiß. Oder seine Hand halt, whatever. Oh no! Er muss kurz testen, wegen dem Mic. Einfach random Mausstein. Als was, wie knapp? Oh, ey, diese Berserker-Charaktere, was für einen gestörten Schaden die machen, obwohl er das. Obwohl er in Abwehr war. Unglaublich, aber es liegt am Berserker. Es ist krank. Guck, der macht nicht so viel Schaden zum Beispiel. Krass. Oh, ey, alles verloren. Krass, 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 unglaublich. Aber wir haben immer noch sowas, ne? Hilfe für später auf. Das auch, weil der Death doch eh. Es sei denn, es umgeht die Verteidigung. Was macht der jetzt? Oh, Eskalation. Oh. Immer bei der Defense. Die beim Angreifen. Oh. Ey, lass mich in Ruhe, ey. Ich habe Angst. Aber super Angriff. Oh oh. Aua. Jetzt beschrecken wir. Hajime, Hajime. Jetzt aktivieren sie es aber. Ey, lass mich mal ran da. Wo ist der Anführer? Junge, mach mal Platz hier! Was macht ihr alle auf einmal? Unglaublich, ey, wie. Oh mein Gott, sag mal. Was man das mal hinkriegt. So, jetzt kommt alle ran, komm. One last attack. Alle, mir egal, alle einfach drauf. Wieso gibt es keinen Button, wo man alle verschieben kann? Alle wen? Oder gibt's glaube ich? Weißt du nicht. Ich glaube, das sind, oder? Gibt's das? Weiß nicht. Aufschaltmodus. Oh mein Gott. Junge, komm ran. Jetzt sind sie. One last fight. Bam. Bam. Knapp. Yes. Super Angriff bereit von. Geht's Simon 4? Komm schon, ich will sehen, wie das aussieht. Helmkodex. Oh. Wir haben. Ach ja, der Logo, der gelbe Knarre. Nur die Fähigkeiten haben es quasi geändert. Okay, nicht schlecht. Mit dem Overkill. Overkill. Nahkampf Gallicam, ja, ja. Direkt vorm Gesicht. Schön aufladen und dann Gegner ins Gesicht schmeißen. Okay, verstehe ich. Jedenfalls hat unser Team gewonnen. Superboss-Mission abgeschlossen. Was? Einfach ein Superboss. Random. Kid Goku. Annehmen!
Das war extrem, ihr meint es wirklich ernst. Autsch, ja, meine Moves gelesen, wie ein verdammtes Bilderbuch. Habt ihr nicht bleibe allein, Tast im Schrank. Ja, danke. War cool. Hat Spaß gemacht. Danke, ciao. Mehr müsst ihr da nicht reden. Bis zum nächsten Kampf, genau, danke, ciao. Jusch. Ja, ja, hau ab, komm. Ist zu scharf, Junge. Ja, danke. Jetzt können wir mal endlich weitermachen. Bitte, danke. Ja. Dankeschön, ey. Okay. Ja, legit, wir haben mich mal im neuesten Kapitel angefangen. Jetzt haben wir aber Ahnung, jetzt bin ich gespannt, was hier abgeht. Wie schätze ich, die Stadt liegt in Trümmern. Hilfe, zu Hilfe. Achso, ich habe das falsch gesagt. Habt ihr Freaks nicht schon genug Unheil angerichtet? Wer will das wissen? Wir, die Dragon Ball Helden. Was für ein angriffscher Name. Denkt ihr wirklich, ihr habt auch nur den Hauch einer Chance gegen uns? Oh, das werdet ihr schon sehen. Faust jetzt, ihr zieht diesmal nicht den BD. Das glaube ich nicht. Wir sind viel stärker geworden, du Knalltüte. Komm ran, Junge. Komm doch, wir holen uns die Stadt zurück. Gut gesagt, Osaru. Wie immer, tut es mir leid, bla bla bla. Der Meister, I'm now. Let's go. Ja, in der realen Welt sind wir Great Simon 4. In der Spielwelt sind ihr wir selbst. Deswegen alleine in den Kampf. So, Dele. By the way, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Ich skippe immer den Anfang da. Also den Anfang und das Ende vom. Nach dem Kampf. Jede Vorwurzeln. Weil es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Da musst du einfach nur wählen, wie du den Kampf schaffen willst und was du nach dem Kampf bekommst, siehst du ja mehr oder weniger. Naja. Let's go, jetzt bin ich gespannt. Ey. Soll ich den Superangriff aktivieren normalerweise schon? Eigentlich auch cooler, war nur sein. Wieso habe ich Trunks nach hinten gesetzt? Keine Ahnung. Oh. Oh mein Gott, nein, wie knapp! Nice. Wieso greift nicht mit Vegeta zusammen, Mann? Ja, also der Lock ist doch, na klar. Ist doch beide Hero-Charaktere. Jetzt Vegeta super. Genau, der ist sehr schön. Er war nur nicht in der Animation. Oh, der kann doch. Okay, der hat einen Doppelschlag. Alright. Aua, aua, aua. Jawollo, was ist jetzt los? Sino, guck mal, sieht so geil aus, oder? Brr, 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 brr. Ah. So, jetzt aber, mein Freund. Jetzt komm du mal ran. Habe ich drei Helden dagegen? Nein, also kann ich meine ultimative Einheit nicht aktivieren. Aber die haben einen Effekt, was? Die haben meine Ausdauer gesehen, kann das sein? Egal, ich hol die zwei Berserker rein. Dann ist easy going. Was? Oh! Komm ran. Guck, wie aggressiv der in der Mitte ist. Der zieht doch schon. Ja, zieht er weiter, Junge. Oh, der ist, glaube ich, betäubt, wenn ich verliere. Nice, sehr schön. Oh. Ah, nee, ja, nicht gut. Oh, der hat einen super Angriff. Höllenblitz. Okay. Jawoll. Super Ready von Chance. Boah, guck mal, wie Schaden die machen, die Berserker sind doch gestört, ey.
Die Berserker sind noch gestört, Mann, ganz ehrlich. Was für einen absoluten krassen Schaden die machen, ey. Unglaublich, richtig geil. Alright, Great Sileman. Spielsatz und Sieg, bitte. Ja. So. Ja, ja, Dabra, raus mit dir. So groß geredet und dann auf die Schnuppe bekommen. Easy. Jetzt geht's weiter. Was ist das? Was ist das für ein Feld? Okay. Oh, was ist links? Eskalation. Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Ah, Aufladungseinschlag, Herausforderung. Okay. Von Zero Trunks. Nein. Ah, doch, gewonnen. Sehr schön. Knapp, knapp, knappe Kiste. Oh, man, yeah. Brauch Tickets. Oh, boy, ich brauch Tickets, nicht sowas. Wechsel zwischen den Charakteren, wenn du von deinen Verbündeten getrennt bist, um voranzukommen. Was? Du musst dich von deinen Verbündeten trennen, um weiterzukommen. Möchtest du wirklich weiter? Ja. Hä? Wie? Ah, jeder geht seinen eigenen Pfad. Fisch ich das richtig? Ja. Geil, okay. Hä? Okay, bin dabei. So, Dele. Sireman! Ah, das bin ich. Nicht over einfach, Freunde. Das ist ein Story-Modus. Einfach over. Dass die Kämpfe so schnell wie möglich hinter uns haben. Ah, ich habe jetzt, hab jetzt keinen Superangriff gegeben, ne, mit Chunks. Ah, nicht schlimm. Ups. Ich muss sagen, ich finde ihr Bild von Chunks schon geil, um jetzt. Oh, okay. Plus 500 Kraft, okay. Sehr schön. Bei der Zeit ohne eskalieren meine Charaktere eh. Ihre ganzen CAAs kann ich aktivieren. Oder TAAs. Oh, okay, das geht dann. Schade. Der hat schon seinen Superangriff. Energieentzug, ey, lass mich in Ruhe. Trunks, ey, mach mal nicht. Ja, Trunks, was ist denn los, Mann? Ausdauer des Gegners gestohlen. Oh oh. Heißt der hat keine Ausdauer, mein Boy Trunks. Habe ich keine Heldenergie? Ja, ich kann den ultimative Einheit aktivieren jetzt. Genau, und das. Machen wir auch mal sofort. Weil. Wir wollen den Kampf nicht so in die Länge ziehen, ne? Das ist ja unser letzter Kampf jetzt in der Part, sag ich mal. Superangriff gibt's so auf jeden Fall, aber Superangriff gibt's wie immer. Golden. Ah ne, wobei, die kommen selber. Kommen selber rein. Du kannst hier raus, okay. Ja, die Berserker, die machen so gestörten Schaden, auch wenn der Gegner es einfach abwehrt. Es ist krank, was ist da los? Warum? Geil aber, ohne Spaß, geil. Die können halt lange kämpfen, wegen ihrer Ausdauer. Oh mein Gott. Heroes sind Allrounder, die haben eine hohe Verteidigung, sag ich mal. Aber ey, das gibt's doch nicht, sag mal. Ich habe das Gefühl, dass ich klicke A, aber wirklich eine Millisekunde oder danach reagiert es erst. Guck mal, wie Schaden die machen. Jetzt habe ich mit den Gedankengang versucht, das zu machen, aber ja, keinen Sinn. GG! Geh zum G. Unser Team hat gewonnen, sehr schön. Also Leute, dann würde ich mich mal hier an der Stelle verabschieden. Und im nächsten Part machen. Aber kommt bestimmt eine Szene danach. Wir gucken mal kurz an, ob da irgendwas noch kommt. So, und kommt da noch was? Ja, nein. Ja, ja, okay, die Animation, dass da weitergeht. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, danke fürs Zusehen. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.
I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.